sage ich jetzt mal. Und naja. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, so richtig. Ich meine, jetzt sind wir wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, in welcher Folge wir jetzt schon sind. Habe ich gerade den kompletten Überblick verloren. Dass ich das Ganze ja sehr, sehr gut zum Vorproduzieren eignet. Das Let's Play-Prinzip. Weil man ja quasi alles im Vorfeld planen kann. Was sehr angenehm ist. Weil man als Student eigentlich nur ein Drittel des Jahres wirklich Zeit hat, um so aufzunehmen halt. Nämlich in den Semesterferien, weil man alle Prüfungen bestanden hat. Und kein Praktikum oder keine Ausarbeitungen oder kein was weiß ich was, kein Semesterprojekt hat. Kommt nämlich auch wieder auf zu. Also im Sommersemester. Da sind die Semesterferien länger als jetzt hier. Jetzt haben wir ja nur genau eineinhalb Monate ungefähr. Wir haben am 2. Februar unsere letzte Prüfung geschrieben. Und am 17. März oder so geht das Sommersemester los. Ne? Das heißt, wir haben eineinhalb Monate Ferien. In diesen eineinhalb Monaten werde ich, also ist es halt so, wird quasi für das ganze Sommersemester vorproduziert. Das wird sich dann auch weiter so durchziehen, weil ich habe es ja gemerkt, in der Zeit, wo ich jetzt studiert habe, bin ich ja unter der Woche nicht zu Hause, sondern nur am Wochenende. Das heißt, ich habe hier tatsächlich nur an zwei Tagen die Woche Zeit, Videomaterial sinnvoll aufzunehmen. Ein Singleplayer-Projekt, klar kann man die Welt jedes Mal mitkopieren und am anderen PC weiterspielen. Aber die Aufnahmequalität hat man ja in der TensorFlow 3 gesehen, als ich in München war. Die Webcam ist im Laptop integriert, Headset-Mikrofon. Ich habe zwar ein wirklich gutes, qualitativ hochwertiges Headset genommen. Aber man merkt natürlich halt doch nochmal einen gewaltigen Unterschied zwischen einem Headset und halt hier einem Studiomikrofon. Das ist ein Wahnsinn. Also was das ein Unterschied halt ausmacht vor allem. Das ist ja abnormal. Mal davon abgesehen von der Performance des PCs. Ich habe zwar eine bessere Arbeitsspeicher als zu Hause hier, aber das hilft nicht viel. Ich habe beim Aufnehmen sollte 20 FPS in München, wenn ich aufnehmen würde. Und das kann ich nicht bringen. Tut mir leid. So kann man doch nicht arbeiten, sinnvoll. Deswegen habe ich halt wirklich nur an zwei Tagen die Woche sinnvoll eine Aufnahmemöglichkeit. Und ja. Von dem her ist es schwierig, überhaupt sinnvoll zum Aufnehmen zu kommen, dann in der Zeit, vor allem dann. Wenn es dann langsam auf die Prüfungen zugeht. Du kannst an zwei Tagen nicht für 7 Tage aufnehmen. Das sind ja gute 2 Stunden, die man dann halt erstmal spielen muss. Das dann mal zu rendern, dauert dann erstmal noch zusätzlich 4 Stunden.
plus alles hochladen dauert dann 8 Stunden. Wäre alles kein Problem, wenn wir es zur gleichen Zeit erledigen könnte. Das heißt, na gut, rendern kann ich nicht. Das heißt, über Nacht rendern. Aber man kann ja leider nicht rendern und sofort hochladen instant. Die Funktion gibt es nicht. Was eigentlich sehr schade ist. Und ja. Von dem her. Muss ich halt erst alles aufnehmen, dann alles rennen und dann alles hochladen. Weil ich dann zusätzlich noch immer eine Woche im Voraus wäre, könnte ich, während ich das eine aufnehme, bereits die Woche, die schon fertig ist, hochladen. Und dann ist halt erst mein PC mit Aufnehmen und Hochladen beschäftigt und danach mit Rennen und Hochladen. Und dann ist ungefähr alles zur gleichen Zeit fertig. Das könnte man machen. Aber das hat sich als sehr unpraktisch rausgestellt, wie man im, ja, wie man halt auch gesehen hat, weil es einfach nicht funktioniert hat. Es kam faktisch, kamen ja keine Videos. Also nur eine Kuh, das ist ein Schaf. Das Schaf nehmen wir uns. Es kam ja nichts eigentlich. Genau aus dem Grund, weil es eben nicht funktioniert. Also weil es halt nur in der Theorie gut funktioniert. In der Praxis ist dieses Prinzip ja katastrophal gescheitert. Und so richtig. Also es hat absolut nichts von dieser Kalkulation auch nur im Ansatz hingehauen. Obwohl sie eigentlich gut war. Meistens, weil ich ja Rollercoaster als Projekt hatte. Und bei Rollercoaster die Folgen 30 Minuten lang waren. Dafür kamen auch nur 5. Macht aber dann trotzdem 2,5 Stunden aufnehmen. 30 Minuten Folgen dauern schon mal 1,5 Stunden zum Rendern. Das heißt 5 mal 1,5 Stunden rendern. Plus dann nochmal, ja, ja, 4 Stunden pro Video hochladen oder so, kommt hin. Weil davon, ganz davon abgesehen, dass man Rollercoaster wesentlich besser spielen kann, wenn man alles auf einmal macht, also alles direkt hintereinander, bam, nächstes Level, bam, geschafft, nächstes Level, weil man dann nicht rauskommt, weil man halt letztendlich ein Rollercoaster doch immer dasselbe macht, nur anders. Und ja, wenn man dann halt immer nur ein bisschen was, also wenn man dann immer nur 2,5 Stunden die Woche spielt, dann braucht man immer viel länger. Und wenn man dann sagt, dass man nur 2 Folgen pro Level braucht und dann halt die Level länger werden, dann werden auch die Aufnahmen wieder länger und das hat halt alles einfach nicht hingehauen. Im Nachhinein ist man immer schlauer als vorher. Deswegen habe ich mir jetzt ein Projekt gesucht, bei dem ich jetzt richtig Bock drauf hatte. Ich meine, ich brauche nicht lügen. Das wollte ich sowieso schon ewig mal machen. Einen gescheiterten Versuch des Ganzen gibt es auf dem Kanal schon. Davon kamen, glaube ich, genau 3 Folgen. Ich weiß gar nicht, warum ich da dann nicht mehr weitergemacht habe. Habe ich die Welt verloren? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich glaube, daran ist es dann gescheitert, dass ich dann die bereits gerenderten Aufnahmen. Ich glaube, das ist prinzipiell schon alles fertig gerendert, aber nicht hochgeladen.
Und das will ich dann halt hier wirklich nicht machen. Einfach weil ich hier zahlen kann, ja. Ich produziere alles im Voraus, lade noch alles schon mal hoch und dann kann ich quasi auf meinen YouTube-Kanal gehen und einfach nur noch auf die ganze Reaktion quasi einfach eingehen. Wie sie so da sind, dann am Kanal. Reaktionen kommen natürlich. Das ist YouTube, es gibt immer Reaktionen auf das, was du machst. Immer Kommentare und sowas. Und kann man halt dann einfach auf die direkt eingehen. Aber halt dann wissen, man muss nichts mehr machen im Moment. Und Minecraft ist sowieso ein Spiel, das ist nur phasenweise richtig cool. Du hast Phasen, da hast du übelst Bock drauf. Dann hast du Phasen, da hast du absolut überhaupt keine Lust drauf. Und das hat man hier natürlich auch. Und das Tolle ist, wenn man sowieso weiß, man hat dann ein halbes Jahr lang überhaupt nichts auf dieser Welt zu spielen. Ja. Aber darf dann für ein halbes Jahr lang innerhalb von einem Monat vorproduzieren. Dann hat man halt erstmal wieder richtig Hunger hier drauf und dann, wenn es halt dann wirklich schon so das an die Phase geht, wo man denkt so, nee, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Dann weißt du, hey, ich habe sowieso eigentlich schon alles, was ich brauche auf der Festplatte. Ich muss ja nicht mehr aufnehmen. Hab ja alles schon da. Alles ja alles schon fertig. Und damit kommst du halt wirklich super über die Runden. Wenn du alles so im Voraus kalkulieren kannst. Klar, die Interaktion ist dann natürlich schwierig, wenn es heißt, bau mal das und das. Das musst du dann immer vor den Semesterferien quasi sagen. Oder halt alles penibel in einer Liste aufhören. Oder halt zwischendrin doch mal nachproduzieren. Aber es kommt halt trotzdem erstmal einer immensen zeitlichen Verzögerung. Das ist halt dann der Nachteil an solchen Projekten. Aber es ist halt für mich eine immense Erleichterung, wenn ich halt dann weiß, ist es alles schon fix und fertig und wird dann halt nur noch also für euch dann automatisiert online gestellt. Und ich habe dann Zeit zum Lernen und alles. Das ist viel besser. Und so extrem unaktuell ist es ja dann sowieso nicht, weil hey, das Ding ist, wir sind sowieso in der Vergangenheit. Wenn ihr das jetzt hier seht, sind wir im November 2010. Dann schon, wenn wir im Februar 2011 angekommen sind. Das wird sehr lustig. Wenn wir im Februar sind, kann ich dann auch endlich über Winterthemen reden. Und naja, ich kann dann halt auch trotzdem relativ thematisch sein. Nach einem Let's Play ist man sowieso immer im Voraus. Man kann natürlich probieren, am Heiligabend eine Folge für den Heiligabend aufzunehmen. Damit die Kisten die schöne Weihnachtstextur haben.